Okay. Ohne Schritte? Nein. So, hupdi, lupdi, wupdi. Gibt's hier was? Nö. Gibt's hier was? Nö. Wo kommen wir von hier? Nein, wir kommen nicht von hier. Ach, richtig nicht auf. Das Leben ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Seelenfalle könnten wir vielleicht auch mal benutzen, kaiserlicher Bogen. So, und jetzt. Psch, 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 psch. Versteckt. Das tut mir aber leid. Nein. Entdeckt. Oh, das ist. Hör doch auf! Also ich finde, also dafür, dass das irgendwie so ein Ultra-Mannschrei ist und wir so eine Ultra-Sau sein sollen, die nur sowas wirken kann, finde ich die ziemlich unmächtig. Aber wir nehmen... Kann ich jetzt Gnade walten lassen? Irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Der steht jetzt einfach nur wieder auf und kommt wieder an. In diesem Spiel gibt es keine Gnade. Nicht von uns. Tja. Schade, das wäre cool, wenn man denen dann irgendwie Gnade walten lassen könnte und die fliehen dann oder so. Und das würde einem vielleicht irgendwann mal was bringen. Alter, hoffentlich ist hier gleich nicht so ein Obertroll. Was machen wir eigentlich schon wieder in so einer Höhle? Ich wollte hier überhaupt nicht rein. Warum habt ihr mich dazu verleitet, in so eine Höhle zu gehen? Ich glaube, ich spinne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das soll ein Mammutstoß sein, kann ich den nicht mitnehmen? Irgendwer wollte doch sowas haben. Rotwarddrohne. Nee. Elch. Hallo, Elch. Dunkelelf. Hier liegt aber auch alles rum. Uah, ich musste gerade erstmal gucken, warum bin ich überhaupt gesprungen? Das sah so anders aus. Und verdammte Scheiße, wo gehen wir hier überhaupt hin? Ich will hier eigentlich überhaupt gar nicht sein. Alles nur wegen euch. Ihr wolltet das. Ganz bestimmt. Auch wenn ihr mal schreit, mein Gott, macht doch endlich lieber die Quest weiter. Durchsuche nicht jede Ecke, durch jede Ecke und jeden Winkel. In Wahrheit wolltet ihr das auch. Was ist das denn hier? Blutverschmiertes Gold, oder? Das sieht aber komisch aus. Das sieht so markiert aus. Egal. Markloser Granatschein, winziger Seelenschein, Zauberbuch, beständiger Schutz. Erhöht den Rüstungswert um 60 Punkte und absorbiert bis zu 60 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Das werden wir so gleich lernen. Objekte, Bücher, beständiger Schutz. Huh! Neuer Zauber gelernt. Wiederherstellung? Doch, beständiger Schutz. Kosten 50 pro Sekunde. Na toll, dann können wir den ganzen 2 Sekunden wirken. Oh Gott. Okay, merke für die Zukunft. Solche Zauberbücher brauche ich nicht mehr lernen. Die können wir einfach lassen. Die können wir dann einfach verkaufen oder so. Wir können die sowieso in 100 Jahren nicht wirken. Hallo. Ach so. Wir sind durch. Glaube ich, hoffentlich, oder? Scheiße, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Doch, das müsste der Anfang wieder sein. Durchsuchen, Troll, leer. Ja, 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 ja. Irgendwo von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Nur mal eben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wir waren jetzt... Oh, bist du hässlich. Die langen Jahre unter der Erde haben die Falma erblinden lassen. Ihre anderen Sinne wurden jedoch dadurch geschärft. Alma? Falma? Ich speicher mal... Ich weiß eigentlich gar nicht schon mit. Was wollten wir denn? Achso, eigentlich müssen wir nur wieder zurück und Amrennen sein Familienschwert wiederbringen.
Der große Baum in Weißlaufs Windbezirk wird Güldengrünbaum genannt und wird von den Anhängern von Kühnaret als Heiligtum verehrt. Und wir haben für einen neuen gesorgt. Amren, alter Kollege. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Bleib stehen. Vielleicht genau das Richtige für euch. Nein, ich brauche kein Söldner sein, aber ich habe euer Schwert. Ihr habt es gefunden? Yep. Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Tja. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Ja, hättest du mich mit einfach gefragt. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Einhändig verbessert auf 47. Cool. Blocken verbessert auf 34. Cool. Nun gut. Hat sich definitiv... Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Okay. Ich nehme das so hin. Jetzt muss ich einmal, jetzt gucke ich einmal, vielleicht hat sich der Baum jetzt eigentlich verändert oder steht diese alte Suftdinge da eigentlich immer noch genauso rum? Ihr wollt euch wohl mit einer alten... Nein, wirklich nicht. Glaub es mir doch einfach. Also ich meine, der ist so ein bisschen am Blühen, aber... Die Zukunft! Ja, weiß Wenn ich auch nicht, ob das Wenn ihr Richtung Osten ist. Unterwegs seid, dann solltet ihr Hildruns Grab meiden. Das Problem mit diesen alten Grabmälern sind die Toten, die Probleme haben, tot zu bleiben. Hildruns Grab? Karte aktualisiert? Ach, guck mal einer da. Hildruns Grab, wo ist das denn wohl? Töte Banditenanführer, das können wir auch noch machen. Töte Kematu. Ölsturz Hügelgrab abgeschlossen. 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 Galgenfelsen abgeschlossen. Ach, da hinten. Was haben wir denn da abgeschlossen? Dunkelwasser. Nee. Was für ein Grab sollen wir denn meinen? Halle der Wachsamkeit. Finde einen Weg um Thorald aus der Gewalt. Willst du mich verarschen? Der ist ja hinter den Bergen, ist der ja schon. Wie soll ich denn da hinkommen? Hör doch mal auf. Und ja, man kann, glaube ich, zu diesen großen Städten kann man schnell reisen, aber wer will das denn schon? Schließe ich dem Aufstand der Sturmmäntel an? Nee, ich glaube, als nächstes versuchen wir ein bisschen in der Hauptquest voranzukommen. Bringe die ungewöhnlichen Edelsteine zu einem Schätzer. Nee, ich glaube, als nächstes gehen wir tatsächlich nach Ivarstadt und reden mit den... mit den Typens. Also den, dass ich erstmal wechsle. Töte Kematu. Erkunde die Badenakademie. Wo ist die denn? Die ist auch irgendwo weit weg. Besuche den Schrein von Azura. Das machen wir eigentlich auch mal, weil wir die als Quest haben. Vielleicht liegt die auf dem Weg. Begib dich zur Akademie nach von Winterfeste. Später mal. Tritt der kaiserlichen Armee bei? Bestimmt nicht. Was ist da oben? Erkunde die Badenakademie. Die kann mich mal. Töte den Banditenführer. Das machen wir eben noch einmal. Das sind wahrscheinlich so random Quests. Ich weiß gar nicht, ob wir das da machen sollen. Den Ort noch nicht entdeckt. Dann gehen wir vom Lager Stille Mone, gehen dahin, töten den mal eben. Und dann gehen wir Richtung Hilgruns Grab. Aha! Und dann gehen wir von den Waldheimer Türmen, gehen wir Richtung Ivarstadt. Versprochen. Wer es glaubt. Die Khajiit besitzen tödliche Krallen, die sie im unbewaffneten Kampf einsetzen. Dank ihrer Nachtsicht können sie im Dunkeln gut sehen. So, hier sind wir. Da oben ist die scheiß Mondschmiede. Ach, wenn jetzt gerade Winter... Winter, sag ich gerade. Wenn jetzt gerade Nacht wäre... Apropos, hier habe ich irgendwo den Drachen getötet. Irgendwo hier ist er verreckt. Vielleicht liegen ja irgendwo noch die Überreste. Schenge. Ich glaube, irgendwo hier habe ich einen niedergestreckt. Oh, ein Monarch, Walter. Weil der ist nämlich hier rumgeflogen und der hat da, der ist mal alle komischen Schlammkrabben gekillt. Dann waren da noch Mammuts. Ach, da sind sie. Die hat... Jo, entspann dich. Die hat er... Warte mal, die hat er auch angegriffen. Vielleicht sind die jetzt so weit geschädigt, dass ich die töten kann, oder? Die haben sich jetzt natürlich regeneriert und das bringt gar nichts mehr. Aber das kann man vielleicht noch... Und außerdem hängt das Mammut, glaube ich, da fest.
Das sieht nicht so aus, als wenn die noch irgendwie Schaden hätten. Naja, schade, sonst hätten wir vielleicht Mammuts töten können, obwohl ich die eigentlich schon ziemlich cool finde. Die machen sich sehr schön in der Landschaft. Alter, wer bist du denn? Die Armee bleibt wachsam. Kaiserlicher Kurier, Alter, soll ich den mal ausschalten? Bleib doch stehen! Letzter Zeuge getötet. 40 Kopfgeld aufgehoben in Weißlauf. Kaiserlicher Bogen, kaiserlicher... Tunika mit... Ach, scheiße, der hat aber auch nichts dabei. Ich dachte, der könnten wir jetzt irgendwie so wichtige Informationen stibitzen oder so. Aber naja, jetzt ist er tot. Wir wollen uns ja wahrscheinlich eh den Sturmmäntel anschließen. Schon cool. Wie der Boden bebt und dann hier mitten in dem Gemüse hier. Sehr cool. Sehr schön, sehr schön. So, speichern. Und jetzt gehen wir tatsächlich den Banditenführer töten. Ach, guck mal, hier hängt sogar noch ein Pfeil von mir. Vielleicht sind hier auch noch die toten Krabben? Krabben! Nee, sieht nicht danach aus. Oh, wo ist die Markierung hin? War doch irgendwo... Ach, da vorne. Alles klar. Alles klärchen, Popärchen. Die du, die du. Nur der Mann im Mond schaut zu. Und der doofe Skier. Genau, tritt mir mitten ins Gesicht. Was greifst du eigentlich einer deiner an? Ich bin doch auch einer. Wolf. Quasi. Nicht so direkt, aber quasi. Da war stand mal ein Baum. Tim, tim, tum, tulum, Baumwolle gepflückt. Aha. Da sind die kleinen Schweinchen. Da es ein Banditenlager ist, ist mir das scheißegal. Da halten wir einfach rein. Kaiserlicher Bogen, da ist er doch. Ich weiß gar nicht, ob wir so bis dahin kommen. Ha! Das hat ja mal funktioniert. Ist klar, kann natürlich sofort zaubern, der Idiot. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde ja schießen, aber... Hab ich den getroffen? Ja, ich glaube, den habe ich getroffen. Ach, das Schlimme ist, die sind wirklich so extrem weit weg. Da, wow! Nein. Was macht er denn hier? Der muss aber viel Magiker haben. Alter Schwede, was haben wir jetzt drauf, ey? Der Bogen ist ja die Hölle mit Schleichangriff. Also den werden wir bestimmt auch nochmal verbessern. So viel steht schon mal fest. Lecco mio. So macht das doch Freude. So, und das restliche Pöbelvolk, was hier jetzt noch ist, das metzeln wir mit dem Schwert nieder. Tja, ja, ich meine, okay, wer so halbnackig ist, der braucht sich auch nicht wundern, dass er nach einem Schuss stirbt. Gold, 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 Gold. Lager, stehender Sturm, entdeckt Dietrich, Gold, nee. Dim, dim, Bandit, Dietrich, Gold, Kaninchenkeule, auf jeden Fall, das hat sich richtig, 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 richtig gelohnt. Eisenpfeile, Jagdbogen, scheiß drauf. Zwei Pfeilchen nehmen wir noch wieder mit. Ich muss gleich mal gucken, vielleicht können wir auch schon Stahlpfeile benutzen.